Ich freue mich total auf Golfen. Super Wetter, Kaiserwetter. Aber zuerst machen wir uns warm auf der Driving Range. Oh yeah. Bälle schlagen. Marco ist ein, ja, wie nennt man das? Sagen wir mal, ein eher unkonventioneller Golfer. Hey, 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 was ist denn da los? Er hat ein paar eigenwillige Schläge drauf. Aber schlecht ist er nicht. Super. Wollen Sie auch mal probieren? Ja, Harakiri müssen Sie. Es ist Hara und dann Kiri. Ja. Hara, Kiri. Ja. Super. Steffi? Ja. Jetzt habe ich den Drive raus. Jetzt können wir auf den großen Platz. Und dort treffen Sie direkt auf Ihre ersten Golfpartner. Ich bin der Kurt. Servus. Ich bin die Annemarie. Servus. Hallo, Stefanie. Das ist meine Freundin. Ja, okay. Meine Freundin. Ja? Freundin, genau. Die Dreiviertel Mehrheit. Ah, okay. Das ist ein schönes Spiel. Machen wir uns, jawohl. Das erste Loch liegt übrigens hinter Marco. Er spielt also voll in die falsche Richtung. Ja, wohin? Wo spielst du hin? Du, Kurt, da runter geht's. Ha? Hier geht's. Hier runter. Ja. Die Abschlag. Da runter geht's. Ach so. Und Sie sind sicher, dass das die Eins ist und nicht das da? Na, wir kennen's. Ah, okay. 432 Meter. Das könnte ich in einem schaffen. Herr Rima ist der einzige Golfer, der die Anmut der rhythmischen Sportgymnastik mit dem Anlauf des Stabhochsprungs und der Schlagtechnik von Tiger Woods kombinieren kann. Unvergleichlich auch sein Spiel ohne Ball. Ja. Und sein Geschick bei der Spielverzögerung. Gibt's hier ein Klo? Ich glaube, ich muss pießen. Nee. Ich komm, ich geh. Ja, mal. Hier kommt die Extremvariante. Jetzt schlag endlich ab, Herrgott. Ja, sei doch nicht so. Stör mich nicht bei der Konzentration, hallo. Ja, also. Die Herrschaften wollen auch noch spielen. Ja, eben. Beeil dich mal ein bisschen. Fast eine halbe Stunde rum. Noch ist hier keiner der anderen Mitspieler zum ersten Abschlag gekommen. Habt ihr auch so viele Wespen? Hier in der Schweiz, ja, grauerhaft. Genauso. Wespen ohne Ende. Gott, das gibt's. Ja, ne. Beschissene Wespen, echt, das ist so ärgerlich. Jetzt schlag endlich ab. Marco gönnt sich jetzt noch eine kleine Sportverletzung. Oh. Aber Golf scheint ein unglaublich beruhigender Sport zu sein. Denn erst jetzt werden die Mitspieler langsam ein wenig unruhig. Oh, wir spielen sonst vor euch und ihr könnt hinter uns nachspielen. Ja. Das will Marco natürlich auch nicht. Er packt seinen besten Schlag aus. Nein, voll! Den klassischen Schlag ins Wasser. Den beherrscht er aus dem FF und führt ihn auch 3-4 anderen Spielpartnern vor. Der ist hier, da in dem Bereich, ja, hier rein ist er. Nein, nein, aber ich glaube, das ist meiner hier. Du kannst doch hier nicht ins Wasser gehen. Meine Füße sind eh schon nass. Ich versuch's mal. Jetzt fehlt es jetzt noch. Probier das jetzt mal rauszuschlagen. Nein, wirklich? Ich hab keinen Schlag über, gar nicht. Ich hau ihn! Ist er da rein? Ich glaube, der ist da vorne. Unterwassergolf ist nicht immer ganz so lustig. Kurt? Marco heißt heute Kurt, warum auch immer. Und er scheint in Not zu sein. Dieser Mann hier sieht zwar nicht aus wie David Hasselhoff, aber er gibt uns den Baywatch-Bademeister.
Das ist so unglaublich. Ein Held. Kommt alle her. Du musst auflösen. Herzlich willkommen bei der Fernsehsendung. Verstehen Sie?